Ja, wenn ich noch mal ein bisschen zurückblicke, haben wir jetzt ja drei Punktspiele hinter uns gebracht und auch ich habe die Mannschaft dreimal gesehen. Zweimal, denke ich, gegen Duisburg und gegen Ingolstadt ganz passabel und einmal einfach schlecht, das muss man ganz klar sagen. Die Arbeit mit der Mannschaft oder meine Arbeit auch mit der Mannschaft ist trotzdem nach allen drei Spielen die gleiche gewesen. Wir haben die Spiele besprochen, wir haben die guten Phasen, wir haben die guten Momente, die guten Aktionen, die guten Abläufe, genauso wie die schlechten, die durchaus auch in allen Spielen da waren, mit der Mannschaft besprochen. Wir haben sie aufgearbeitet und wir haben darauf aufbauend dann nach vorne die nächste Aufgabe gesehen und auch die grundsätzliche Arbeit, weil es gilt einfach für mich oder auch darum, die Mannschaft in den nächsten Wochen besser zu machen. Wir müssen in allen fußballerischen Dingen uns noch weiterbringen, damit wir einfach dann in der Endphase wirklich sowohl an Qualität wie auch an Sicherheit wie auch an Nervenstärke dazu gewonnen haben, um dann auch erfolgreich unsere Aufgabe da zu schaffen. Wir werden auf diesem Wege, da brauchen Sie keine Angst haben, nicht vergessen zu punkten. Und am Sonntag geht es in allererster Linie wirklich darum, gegen den KSC zu gewinnen. Das muss man ganz klar sagen. Es ist eine Aufgabe gegen einen Mitkonkurrenten. Es ist eine Aufgabe hier in unserem Stadion, im Volksbankstadion. Und da zählen in allererster Linie die Punkte. Ja, wir müssen natürlich dabei sehen, dass wir auch die fußballerischen Dinge beachten. Wir müssen defensiv stabil sein, um einfach gegen, speziell auch vielleicht gegen Spieler wie Jaschwili eben, wie Lavric oder wie Christian Timm, wenn er dann spielt, aber auch wie den jungen Hakan Kalanoglu, da wirklich uns durchzusetzen und die im Griff zu haben. Und wir müssen sehen, dass wir auch die Offensive suchen, dass wir mutig und entschlossen da nach vorne spielen und Tore machen. Wir werden, das weiß ich, das Gefühl gibt die Mannschaft mir einfach, wir werden am Sonntag laufen, kämpfen und Fußball spielen, um das umzusetzen, um den KSC zu schlagen. Wir haben im personellen Bereich die Situation, die ja bekannt ist mit dem Fehlinger, der ja schon länger und auch noch länger in die Zukunft nicht dabei sein wird. Jetzt auch den Sven Müller, zwei Wochen nicht im Training, der einfach Kniebeschwerden hat und da pausieren soll und das nochmal behandeln lassen soll. Die haben den Marcel Gauss nicht dabei, der gesperrt ist. Die Dinge sind bekannt. Der Chadli Amri, der bislang die Woche nicht mit trainiert hat, möchte heute wieder einsteigen und wird das wohl auch tun. Und auch die leichten Beschwerden, die der Patrick Klant hatte in der Woche, der Shamil Chinas und auch der Ilian Mischanski, denke ich, werden einem Einsatz am Wochenende nicht unbedingt im Wege stehen. Trotzdem kann ich die Aufstellung auch erst am Sonntag für mich dann letztlich festlegen und bekannt geben. Gibt es Spieler, die zuletzt auf der Bank saßen, die sich in dieser Woche Ihnen aufgedrängt haben im Training und dementsprechend Chancen für einen Einsatz haben? Ja, es sind ja nur Spieler dabei, die ja auch in den anderen Spielen schon sich gezeigt haben, die Kurzeinsätze hatten oder die da uns schon auf dem Platz da versucht haben zu helfen. Die Entwicklung geht immer weiter, aber ich möchte jetzt nicht da einzelne Spieler rausnehmen und rausheben, sondern ich denke, wir werden eine gute Formation am Sonntag haben. Wer rückt für Müller und Sie und Gauss in den Kader? Das weiß ich noch nicht. Ich muss noch mal abwarten. Ich weiß ja noch gar nicht, was mit dem Chadli Amri jetzt ist. Ich weiß ja nicht, ob das nun wirklich optimal jetzt auch mit dem Patrick Klant zum Beispiel sich weiterentwickeln wird. Das muss ich wirklich noch abwarten. Also das ist noch nicht klar, wer da alle letztlich dann dabei sein wird.
Wir haben heute Nachmittag noch eine Einheit, wir haben morgen noch eine Einheit und danach wird der Kader festgelegt und am Sonntag die Aufstellung. Ich kann es nicht anders machen und kann es auch nicht anders benennen.